Also, der Skispringer da, der Bundestrainer da, der ist mal zu mir gekommen und hat sich gesagt, hier, du, sag mal, kannst du mir nicht irgendwie helfen, die Bäscher, die Hüppe irgendwie gar nicht mehr so. Ja gut, hab ich gesagt, ich kann doch mal gucken. Also hab ich mich da hingeschafft, da hab ich erst mal gesehen, was das für kleine Geldchen sind. Voll die kleine Geldchen. Na gut, ich hab mir das angeguckt, hab mir so ein paar Ski dran geschnallt, hab natürlich gleich erst mal den Pisterekord da nehmen. Ja, das Ding da, da wie die das da nennen, was weiß ich da, die Rampe da. Das. Jedenfalls habe ich als erstes mal gleich 20 Meter weiter gesprungen als den hier Lokalmatador da. Naja, ist ja kein Problem. Weil ich halt eben auch weiß, wie es geht. Gell. So, als allererstes kommt man drauf an, dass man sich nicht verwachsen tut. Gell. Man muss also schon ein bisschen beim Wachsen, muss man schon ein bisschen aufpassen. Gell. So, jetzt kommt der Moment, wo du auf den Balge kommst. So, wenn du auf dem Balge bist, musst du eine kurze Konzentrationsphase haben. Du musst dich also, sagen wir mal, für 3 Sekunden konzentrieren und dann lässt du los. So, jetzt kommt der Moment. Du musst natürlich in die Hocke gehen und die Hände nach hinten. So. Jetzt rutschst du da diese Ding da runter, ja? Und dann kommt dieser Schanzenteller. Wenn diese Schanzenteller in die Kompression reingeht, also wenn du in die Kompression reinkommst, dann musst du explosionsartig deine ganze Energie in den Absprung, da gibt's gar nichts, da gibt's kein Grüß Gott, alles was an Energie drin ist, in der Absprung. So, dann sofort die Bar in die V-Formation bringen. So, und jetzt kommt's. Jetzt musst du über den großen Onkel musst du Druck auf die Ski bringen. Richtige Druck, die Pfote musst du stillhalten, gar nicht mehr, du musst in der Luft liegen wie ein Brett, so, und immer nicht vergessen, Druck über den großen Onkel seitlich auf die Ski, dir muss praktisch der große Onkel explodieren, da muss ich den Fußnagel abheben, der muss praktisch im Wind muss der Fußnagel so schlabbern wie so ein alter Arbeitdeckel von so einem Intercity. So muss der Fußnagel hoch und runter gehen. Und wenn du dann diese Fluchphase hast und du bist dann erstmal über dem kritischen Zeitpunkt, dann musst du ziehen. Du musst ziehen. Ziehen, ziehen und nochmal ziehen. Und immer wieder nicht vergessen, den Druck über den großen Onkel auf die Ski bringen. Wenn du den großen Onkel Druck nicht über die Ski bringst, dann wirst du immer ein Loser bleiben. Aber es ist kein Problem. Wir haben jetzt gerade eben die kritische Marke passiert. Wir fliegen natürlich weiter, weil wir den Druck auf dem Ski haben. Wenn wir kurz vor dem Gegehang sind, ziehen wir an, machen die Hände auf und setzen gemütlich ganz lockere Telemark. Und wenn wir dann nicht gewonnen haben, dann sind die Punkte richtig scheiße. Das wollte ich nochmal gesagt haben, gell?